ATB. I'm in this bitch with 4 chains. I just pulled up me a 8. New car, new chain, new watch, new spot. Nigga ain't new op, new Glock, get shot. So Leute, was geht ab? Wir sind wieder back wie Rücken. Willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Ich bin mit den Jungs hier in unserer Stammhalle. Jöni. Und wir haben uns dazu entschieden, eine Basketball-Challenge zu drehen. Cool. Und mal was anderes. Die Jungs haben jetzt eine Fußball-Challenge gebracht. Ich dachte, okay, 3 Fußball-Challenges ist vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich werde eine vielleicht in 2-3 Wochen bringen. Deswegen haben wir uns jetzt hier versammelt, eine Basketball-Challenge zu machen. Hatten wir noch nie gemacht. Mal sehen, wie es wird, mal sehen, wie es ankommt. Wenn es euch gefällt, beziehungsweise wenn ihr mehr davon sehen wollt, mit anderen Challenges, mit vielleicht noch ein paar anderen, dann lasst es mich wissen. Lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare, mit wem, welche Übung, bla und bla. Lasst ein Follow da, weil es umsonst ist. Leute, wir machen das einfach just for fun. Wir denken nicht, dass wir die Besten sind, die Basketball. Manchmal okay, bestimmt, ich bin Mischel, Junge! Oft sieht es auch bestimmt ganz schön blöd aus und ihr denkt euch, wie schlecht sind die. Aber ich denke mal, das macht es auch gerade ein bisschen lustig und die gut anzuschauen. Die denken es nicht nur, sie schreiben es auch rein. Ja. Hey, wir spielen auch Spaß, Leute, wirklich. Und deswegen sage ich's. Okay, let's go. Die erste Übung, beziehungsweise erste Challenge ist Bump Out. Müssten die meisten von euch kennen. Wir stehen hier alle in einer Reihe. 2 Bälle, die ersten beiden haben die Bälle, der erste wirft. Sollte er verkacken, wirft der zweite direkt hinterher. Wenn er trifft, ist der erste raus. Wenn man trifft, nimmt man den Ball schnell, gibt den einen Mann dahinter. Und so ist es immer ein Kreislauf. Wenn der Hintermann vor einem trifft, ist man raus. Ich denke mal, es ist ein bisschen noch selbst erklärt, wenn man es jetzt gleich sieht. Ja, let's go. Wir haben jetzt gerade keinen anderen Kameramann, deswegen macht jetzt die Runde Juni. Wir machen es so, der als erstes rausfliegt, muss nächste Runde Kameramann sein. Yes! Danny gewonnen, Sydney Film. Ey, warum schlecht werfe ich gerade die Kamera? Das Schöne ist, dass wir jemanden hinter der Kamera haben, der denkt, der wäre der Beste. Zerbelle doch. Nee, nicht Junior mit Jütchen. Genau du. Nee, nee. Hatschi. Ja, ohne sowas. Abo! Nein! Oh, oh, und Marlon trifft jetzt. Boah, oh, so, Danny. Und? Hau ihn raus jetzt. Alter, Dynamin. Und jetzt hau ihn raus. Yes, Alter. Ran an die Kamera. Joel im Beat. So, Finale. Finale ist halt richtig. Wow. Oh ja! Yes! Nein, man merkte! Nee, nee! Yes! Merkte! Merkte! Yes! Nein, war nicht? Oh mein Gott! Mein eigenes Fleisch und Blut! Adios,
amigo, Juni. Adios. Ach, Mann. Nicht ein Freiwurf getroffen. Peinlich. Oh, oh. Und, merke raus. Nein, ja. Erster Freiwurf getroffen. Bravo, oh, Joe Danny. Ich glaube, die Fan-Aufteilung ist hier ganz deutlich. Yes! Nein! Oder hol die fette Sau raus. Nein. Oh mein Gott, hat er ein Glück. Oh mein Gott, hat er ein Glück. Oh, bravo, Joe Danny. Lass es dir nicht nehmen. Yes! Yeah! Der ist halt so lang. Und jetzt. Yeah! Hauptsache, du gewinnst nicht. Zweite Challenge, Dreier-Contest. Wir werfen von wie viel Position? Drei oder fünf? Von fünf Positionen wirft jeder dreimal. Der insgesamt, all in all, am wenigsten Punkte macht, Arschbolze. Wie viele Würfe? Von fünf Positionen, drei, also 15 Würfe, hat jeder, der am wenigsten Punkte macht, Arschpulze, jeder ein Schuss. Mit Basketball? Von der roten Linie. Okay. Ja, mit Basketball. Sydney fängt an. Erwartet nichts bei Dreier. Das kann ganz schön peinlich jetzt uns werden. Ist auch weit weg. Hoffentlich wenig Airballs. Von fünf Positionen, einmal da, hier, Mitte, rechts und außen. Immer drei Versuche. Sydney fängt an. Yes! Drei, Sydney, erster, hat drei. Das ist gut. Damit wird er nicht verlieren, 100%. So, Leute, nächster ist Bilo. Drei gilt's zu toppen. Ansonsten ist Bilo erstmal der Letzte. 60! Bilo mit einem. Das ist jetzt vielleicht nur einer, sieht lustig aus, alle lachen, okay, aber es ist wirklich nicht so einfach. Spieler Nummer 3, Jordani. Jetzt heißt es Hoffnung. Jordani überraschend gut, muss ich sagen. Ist ja hässlich. Erstmal am Anfang schön kleinreden. Ich bin jetzt dran. Und eigentlich kann ich ihn noch verkacken. Erster Platz und kein Arschbolze zum Glück. Das heißt, jetzt ist der ganze Druck auf The Man. Juni, Juni. Kolossal in Tita. Also Bruder, das, wenn ich so verliere, wäre schon hart, ich bin ehrlich. Also 3 von 3 Airballs. Erst ab Mitte. Also
So wird es nicht. 4 von 4, nee, oder? Stell dir mal vor, wir hatten ein Minus gemacht. Oh mein Gott. Nee, ich kann doch nichts rechnen. Yes! So viel du sagst Kilo, es. Verlängerung! 4 Airballs und dann trifft er, oh mein Gott. Oh mein Gott! Ekelhaft. Egal. Er hat jeden Airball gemacht, außer die 2, die er getroffen hat. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay? Oh mein Gott! Und er. Bruder, oh mein Gott! Viele Airballs, aber hat gereicht! Yalla! Aber nicht zu früh, Freunde. Schieß nicht. Jetzt schieß nicht. Mit links. Dann schießt jemand für dich. Oh, stark. Stark. Nein, ich schieß dann für dich. Nee. Das mach ich nicht. Hingestellt wie ein Mann, nichts gesagt, gemacht. Ja, sorry. Bravo. So, Leute, nächste Challenge. Horse Challenge. Das habt ihr bei Insta mir geschrieben, dass ich die machen soll. Die geht folgendermaßen. Einer macht immer einen Wurf vor, beziehungsweise kann auch davor Dribbling sein, kann alles möglich sein. Die anderen müssen es nachmachen. Sollte der, der es vormacht, seinen Wurf treffen, alle anderen verkacken, kriegt er nix und die anderen kriegen alle ein H. Also mäßig ein Fehler H. Wer als erstes H-O-R-S-E hat, hat verloren. Sollte der, der vormacht, zum Beispiel seinen eigenen Wurf verkacken und einer von den anderen trifft, kriegt immer der, der getroffen hat, nix. Jeder, der den verkackt hat, kriegt einen Buchstabe. Der, den ersten der alle Buchstaben voll hat, hat verkackt. Ähnlich wie USA, ihr kennt es. Ist auch selbsterklärend gleich, werdet ihr sehen. Und wenn es ulkig aussieht bei jemandem, der was Schwieriges vormacht, genau. Zum Beispiel. Einer macht zum Beispiel den hier, keine Ahnung, drehen und würfeln und der andere macht es nach und sieht kacke aus. Ja. Und wenn zum Beispiel Dribbling dabei ist, einer macht Dribbling vor und der nachmacht, verkackt das Dribbling. Direkt vorbei, gibt es keine zweite Chance. So Leute, Sydney wird anfangen mit vormachen. Ich bin der Erste, der nachmacht und dann geht's drei rum. Das ist schon so fett. Du einen davor. Juni, das ist so fett, dass er einfach das bewegen kann, weißt du was? Nee, Alter. Natürlich nicht. Doch, bewegen kann ich auch. Oh mein Gott! Erste Runde, keiner hat geschafft. Jetzt mach ich vor. Du kannst keiner hat was. Ja, keiner hat einen Punkt, keiner hat Haar, keiner hat nix. Wir sind Handling unten am Boden so. Andere Seite eigentlich. Oh mein Gott! Andere Seite braucht. Wenn wir genau sagen, genau, ich weiß nicht, Hammer hat die Regeln, keine Ahnung. Du musst sagen, sehr gut. Stark. Yes! Wenn Sydney jetzt verkackt, alle hart. Ich bin manchmal immer viel labert. Okay. Yes, Alter! Richtig! Ich Floater! Vorne ist ein Was ist das? Weiß ich nicht, ob das ein Floater war. Nee. Weiß ich nicht, ob das ein Floater war. Jump Shot. Ich auch wirklich. Der war wirklich nicht hoch. Sag nochmal. Du bist der entscheidend. Ja, siehst du, der Situation war ich auch bei dir. Okay. Das war richtig dann? Ja, siehst du. Er wird einen Bein abschwingen. Ja, aber der. Das war ein bisschen ein Floater. H.O. Und letzte Leben. Oh, oh. Kannst du mal vor. Ja. Geht mal
Oh mein Gott, das heißt, der bei uns verkackt hat schon verloren. Oh mein Gott, das heißt, wenn Sidney und ich jetzt verkacken oder einer von uns beide, sind wir raus. Yes! Das heißt nicht mehr so fein und nicht, wenn ich jetzt auch verkacke. Stark. Letzte Challenge, Airball, müsste auch allseits bekannt sein. Wir stellen uns wieder hier in der Reihe auf. Es geht bis 11. Wenn man trifft, ein Punkt, immer abwechseln. Wenn du triffst, sagen wir, du fängst hier an, triffst, musst du wieder von hier starten. Dann den nächsten verkackst du, dann muss der nächste von dort werfen, wo der Ball landet. Kann überall sein. Wenn der dann wiederum trifft, muss er wieder von hier. Wenn man trifft, darf er normal. Das heißt, man könnte schon theoretisch viele Punkte hintereinander machen. Aber große Falle dabei, wenn du einen Airball wirfst, das heißt, wenn du nicht den Ring triffst, das Netz zählt nicht, fängst du bei 0 wieder an. Außer bei 7 ist Checkpoint, musst du aber laut ansagen. Wenn du 7 Punkte hast, wenn du es vergisst, dann zählt es nicht, dann bist du bei Airball trotzdem bei 0. Wenn wir 10 Punkte haben, einer von uns, und der danach ist dran, oder vorher, darf man natürlich weit wegwerfen, also machen wir mit sowas. Ja, aber du musst halt da ran treffen. Genau, und dann fliegt er weit weg, ja, geht mit sowas. Aber wenn weit weg fliegt, dann... Vom Dreier. So, da ist beides da hinten, dann kommt man hier. Okay. Also theoretisch, es kann ganz schnell vorbei sein, wenn ich jetzt 11-mal dran treffe, mache ich eh nicht. Aber nur damit ihr so Bescheid wisst, also man kann 11-mal dran treffen, hat man gewonnen. Also vielleicht danach Sidney macht einen Airball rein, den leichten, und dann trifft er 10-mal dran, hat er gewonnen. Da werfen wir mal. War jetzt ein bisschen schnell. Wir machen noch eine Runde. Jetzt 3. Ich mach gleich alle drei.
Du machst so vorne am Fliegen die ganze Zeit. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war unterhaltsam. Ja, wir wissen, es sah nicht immer so doll aus. Aber jeder hatte seine Disziplin, ne? Jeder hat einmal gewonnen, glaube ich. Ja, also sah auf jeden Fall nicht so gut aus, aber ich hoffe, es war lustig. Spaß. Hat Spaß gemacht, zum zuzugucken. Für uns hat Spaß gemacht, aufzunehmen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt's, dass wir es gerne machen. Liebe da lassen, Leute, kommentieren, lasst ein Abo oder lasst ein Like da. Bravo. Bombardiert. Checkt die Jungs aus, da kam Fußball-Challenge, da wird auch sowieso noch mehr kommen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Es ist wie Spiegel, man sieht sich.